Peter Seidel sucht immer ganz spezielle Perspektiven. In der Frankfurter Westend-Galerie zeigt er seine neuesten Fotos. Eindrucksvolle Ansichten einer vielbesuchten Stadt. Ich liebe Themen, die noch niemand bearbeitet hat, beziehungsweise die neu bearbeitet werden. Und bei Venedig war es halt extrem schwer. Das ist the most touristed city in the world. Seidel hat sich 15 Jahre Zeit genommen, sein eigenes Bild von Venedig zu entwickeln. The Venice Mood. Ich habe es tagsüber versucht, Venedig in Farbe zu fotografieren. Das entsprach nicht meiner Vorstellung, etwas doch eher Ungewöhnliches zu machen. Nacht, schwarz-weiß, hochkant. Ja, es ist schon ein schöner Auftritt. Viel Weiß drumherum. Also ich finde, sie haben eine tolle Hängung gemacht. Auch die Formate, finde ich, passen gut hier rein. Wir haben den Bildzyklus, den Fotozyklus von Peter Seidel vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen. Und das war, als es gerade darum ging, das Programm für unser 50. Jubiläum zu planen, für die Deutsche Technische Vereinigung und das Kunstforum Frankfurter Westend-Galerie. Und uns fiel spontan bei der Überlegung, eine Ausstellung zu machen, ein Künstler, den wir schon ein paar Mal ausgestellt haben, nämlich Franco Ruado. Die Fotos von Peter Seidel sind sehr vertikal und sie betonen die Vertikalität der Lagunenstadt. Und bei Franco Ruado ist es so, dass er ausschließlich Hochformate malt. Die Ausstellung ist Teil des Galerieprogramms Incontri, deutsch-italienische Begegnungen. Ich würde sagen, dass in beiden Werken natürlich etwas Theatralisches ist. Also ein Bühnenraum entsteht in den Schwarz-Weiß-Fotos. Und in den Werken von Franco Ruado wird das Licht inszeniert oder die Farbe. Seine Werke stehen damit in der Tradition der venezianischen Malerei. Ruado malt fast nur in Rot oder Blau. Bis zu 3 Wochen arbeitet der stille, poetische Mann an einem Bild. Denn diese Kunst, also die Ölmalerei, ist ja auch etwas, was sehr viel Zeit und sehr viel Geduld erfordert und auch sehr viel Präzision. Und insofern sehe ich auch eine Parallele wieder, diese Präzision, die Peter Seidel an den Tag legt, wenn er diese Fotos von Venedig nachts macht. Viele Stunden hat Seidel die nächtliche Stimmung auf ein Foto einwirken lassen. Da ist eine Spannung und da ist eine Intensität. Und wenn ich das unter dem Aspekt weiter betrachte, unter den technischen Aspekten des Vertikalen und des Schwarz-Weißen zurückgenommen, dass ich da mein Venedig oder mein Bild von Venedig gefunden habe, was ich gerne weitergeben möchte. Das ist das Gefängnis von Venedig neben dem Ponte dei Sospiri. Der Säulengang am Palazzo Ducale mit Blick auf die Piazzetta. Der Markusplatz und die anderen Fotos der Ausstellung sind Langzeitbelichtungen, ohne Touristenspektakel. Menschen fehlen fast gänzlich. Die sieht man halt nicht, weil die in einer ständigen Bewegung waren, meine Belichtungen eben länger waren, dann treten die gar nicht in Erscheinung. Seidel suchte den speziellen Blick auf Venedig und hat ihn entdeckt. Die grelle Farbe ist draußen, die Touristen sind weg und es bleibt Venedig sozusagen, der Kern von Venedig bleibt erhalten.